Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora. Gott grüezi, Frau Anna. Ich weiss, wie fest ihr euer Mann gern gehabt. Ich schließe nicht mein Gebet ein. Er sagt nicht wieder einmal Zeit, um eine Totenmesse zu lassen. An aller Seele habe ich schon eine gezahlt. Ja, eine. Ich habe drei Kinder. Enache, enno logos. Im ersten Stock rauf. Machen Sie einen Furken. Kannst du Griechisch? Wieso Griechisch? So gehen jetzt auch auf. Hey. Lumpenpack. Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder? Die ins Auge rufen? Ja. Nee, aber... Du, warum Griechisch? Ich will noch weitergehen als Erasmus. Hast du seine Bücher gelesen? Seine Ausgabe vom Neuen Testament? Er ist auf den griechischen Originaltext zurück. Also, ich bin mit der Vulgata zufrieden. Das musst du lesen, Hoffmann. Das macht einen anderen aus dir. Jetzt komm doch zuerst einmal an, Zwingli. Zum Disputieren bleibt uns noch genug Zeit. Ich bin der Heilige Geist. Er kann es gut mit Jungfern. Zum Teufel mit euch. Ich bin ganz gut. Das Beste, oder? Dominus vobiscum. Liber generationis Jesu Christi, filii David, filii Abraham,
Wer von euch kennt das Buch wirklich? Es ist die Bibel. Unsere Bibel. In diesem Buch redet Gott mit uns. Aber wer kann wirklich verstehen, was er sagt? Von heute an will ich euch das Neue Testament vorlesen. Und zwar auf Deutsch. In unserer Sprache. Ich fange mit dem Matthäus-Evangelium an. Ich lese es vor und erkläre euch, wie ich die Worte verstehe. Dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi. Ja, da ist ein Sohn Davids, der Sohn Abraham. Abraham hat geboren den Isaac. Isaac hat geboren den Jakob. Eure Ehre, Bürgermeister Reust. Sieg willkommen in unserer Stadt. Es ist noch schön, dass du da bist. Meister Zwingli. Das ist Baltik. Ich bin Konrad Grebel und das ist Felix Lanz. Wir wollen unbedingt mit euch reden. Zwingli. Meine Herren. Was hätte das sollen sein? Ich habe doch klar gesagt, du kannst doch nicht alles durcheinander bringen. Aber als Leute liest du... Musst du dich um die Seelenheil von den Leuten kümmern. Der Zwingli. Der grosse Humanist. Faber. Ich bringe die Grüße vom Bischof von Konstanz. Er muss sich doch an die Fischgeleiter Textstellen halten. Und die Messe ist immer noch auf Latinisch. Wie manches Jahrzehnt brauchst du, um uns die ganze Bibel zu erklären? Der Herrgott hat es nicht präsent. Und du? Fangen wir einfach nicht an, um ein Fuhrwerk wie die Luther. Ja. Wie lange wäre ich da weg vom Haupt? Er ist Preuß. Und ganz aufs Heer von der Franzosen war. Auf jeden Fall lernst du die Welt kennen. Wie war das jetzt? Der Abraham hat den Isaac geboren. Der Isaac hat den Jakob geboren. Und der Jakob. Ja, sicher. Wer hat denn die eigentlich geboren? Du brauchst ja keinen Mann, du brauchst doch keinen Kuh. Was meinen Sie? Macht ihr ja so weiter. Wenigstens versteht man mal etwas. Ist das nötig? Ich zahle noch eine Runde. Er nimmt die. Ist noch nicht einmal 50. Der Gerold müsste mir weggehen. Das kommt nicht in Frage. Du kannst nicht so wählerisch sein. Ich muss wieder eine Seele zahlen. Kaplan ist krank. Könntet ihr die Seelenmesse lesen? Bitte. Ich mach das nicht mehr. Was? Den Toten geht's gut, dort wo sie sind. Es geht ihnen gut. Im Wegführ. Es gibt kein Wegführ. Was redet ihr da? Wer sind ihr? Wartet! Ich muss es euch erklären. Wir müssen nichts zahlen, damit es den Toten gut geht. Wartet doch! Zwingli, ich kann ihn nicht reinlassen. Er ist einfach hingegangen. Leuli. Tut mir leid.
Das macht doch nichts her. Das ist der Meister Loi, mein Studentenfreund von Basel. Und? Wie hast du angefangen? Ich lese mir keine Beichte mehr an und ich lese keine Seelenmess mehr. Und? Ah, Loili, es wird eine Heidenarbeit. Die Angst steckt nicht in den Knochen. Kein Wunder, wenn der Papst seit 1000 Jahren von einem strafenden, rachsüchtigen Gott erzählt. Aber wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Denn die Wahrheit hat ein fröhliches Gesicht. Schau, der Rasmus hat eine neue Schrift rausgegeben. Ah. Könntest du mir meine Übersetzung durchschauen? Ich finde, es heisst ja niemand, der das so gut kann. Ja, genau so gern. Zwei Herrgöttli Rote. Gero, was redest du mit dem Leutpriester? Montag von der Schule. Aber ohne dich. Du hast doch gesagt, ich darf lesen lernen. Ich kann abwaschen. Jetzt! Ist Zürich jetzt das neue Rom? Ja, klar. Und er der Papst. Und du die Jungfrau Maria. Meister Zwingli, was sagen dir als Bauernsohn eigentlich zum Zelt? Reut's dich? Ich wollte einfach wissen, warum wir den Klöster Steuern zahlen müssen. Warum sollen die für unsere Kosten fressen und saufen und rumhuren? Schreibt unsere Stadt noch ins Verderben. Meine Kinder müssen mit leerem Magen ins Bett. Recht hast. Es gibt nichts Sinnloses auf dieser Welt, als die Mastzäu in ihren braunen Mönchskutten. Corpus Christi. Corpus Christi. Hört auf mit dem latinischen Brimborium! Oder versteht da irgendjemand noch ein einziges Wort? Was fällt euch eigentlich ein? Das Maul, der Double. Wir wollen verstehen, was in der Bibel steht. Machen das jetzt. Gut können. Oder wenn ihr so dumm sterben, wenn ihr auf die Welt sind? Du wirst schlanken da! Behret euch! Du scheiße Kinder! Hilfe! Ist jemand da? Braucht jemand Wasser, Brot?
Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden, euren Seelen. Alle anderen Priester haben die Stadt wegen der Pest verlassen. Warum sind ihr geblieben? Ich kann nicht fort. Seht ihr? Ich auch nicht. Für wen habt ihr die Seelenmesse lesen lassen? Für euren Mann. Wir müssen uns um die Lebenden kümmern. Nicht um die Toten. Schaut mit dem Geld lieber zu euren Kindern. Und zu euch selber. Unser Vater in den Himmel, dein Name sei heilig, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Hey, ist das Essig? Hebst du? Was bringst du uns das Quacksalbezeug, Jesus? Sie sagen, das helfe. Heiliger Sebastian, hilf uns! Dein Name sei heilig. Was ist mit dem Meister Zwingli? Mach den grossen Wogen um das Haus. Lebt er noch? Nicht mehr lang. Er hat alle weggeschickt. Hey! Bleib da! Anna! Hallo? Du darfst nicht hinkommen. Wir müssen essen. Da raus! Wo ist der Gang? Sofort raus! Thank you.
bin dein Gefäß. Brauch mich. Oder brich dieser Not. Ich mein, der Tod sieht an der Tür. Wir haben nicht gewählt, hier oben. Carissime Leo, salve, mi Frater. Es geht mir so tief ins Herzen. Gott hat meines Lebens geschont. Wie bin ich glückselig, dass mich Gott zu seinem Werkzeug braucht. Es ist Gottes Willen, dass wir die kranke Kirche arznen und gesund pflegen. Und Gott beruft dich, Leo, dass du hier in Zürich mit mir streitest für die gute Sache. Jeder dritte Zürcher ist weggestorben an der Pest. Da müssen wir uns fragen, warum hat Gott uns geschont? Damit wir weiter seinen Namen in den Dreck ziehen. Nein! Die weisen Kinder auf der Gasse haben das gesehen. Wie sie frieren und hungern. Und was macht unsere Kirche? Sie hängt Sammet und Siede an Heiligenbildern, statt ihnen zu helfen.
Meinen wir etwa, dass der himmlische Vater die Not von diesen Kindern nicht sieht? Dass er gemütlich schnarcht? Denn ich war hungrig und ihr habt mich gespeiset. Ich war durstig und ihr habt mich getränkt. Ich war fremd und ihr habt mich beherbergt. Was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. So steht's im Matthäus-Evangelium. Christ sie heisst nicht von Christus schwätzen, sondern ein Leben zu führen, wie Christus geführt hat. Bettel in der Straße. Sie leiden grossen Hunger und müssen sich verdingen als Söldner und Kriegsknecht. Und dann hat die armen Teufel auf dem Schlachtfeld verreckt. Verdienen sich die Fürsten und Pensionären feisen hinter. Was wüsstet denn ihr schon vom Krieg? Glaubt mir, vom Krieg habe ich mehr gesehen, als mir lieb ist. Ich sage euch, die verfluchten Menschenhändler machen unser Zusammenleben kaputt. Da in dieser Stadt genauso wie der ganzen Eidgenossenschaft. Ihr eigener Geldsack ist ihnen wichtiger als alles andere. Und wenn wir und unsere Kirche dazu einfach schweigen, dann sind wir genauso schuld an diesen Verbrechern. Was unternehmen wir denn jetzt genau? Warte mal. Wie ist jetzt das mit den Ablassbriefen? Die können doch einfach verbieten. Eins und andere. Ja, überhaupt. Das ganze Geschäft mit dem Krieg. Ja. Jetzt wartet doch. Grüß Gott, Frau Schauer. Könntet ihr meine Predigt drucken? Da. Sie tragen ihre rote Hüte und Mäntel und schüttelt man sie, so fallen Dukaten und Kronen heraus. Binde man sie, so rennt das Blut deines Sohns, Bruders, Vaters und guten Freundes aus. Da werden gewisse Leute keine Freude haben. Das wollen wir ja. Ich weiß nicht. Am liebsten hätte man eine Flugschrift für jeden Zürcher. Wie wenn alle lesen könnten. Das ändert sich jetzt. Wenn die Leute mal die Bibel lesen können, dann begreifen sie erst recht, dass sie beschissen worden sind. Jetzt habe ich gerade einen Mönch da gehabt, der nicht einmal selber eine Bibel hat. Ich bin ja in den Preisen. Eine Bibel kostet ja mehr als eine Kuh. Also, könntet ihr uns das drucken? Ich will es nicht mehr im Haus. Der Eisenhändler macht das einen guten Preis. Das war sein Schwert. Ich weiß. Du hast ihn einfach vergessen. Nein, Gerard. Du kannst es nicht verkaufen. Es gehört mir. Ich bin sein Sohn. Was ist Gott? Was Gott ist, das wissen wir genauso wenig wie ein Käfer weiß, was ein Mensch ist. Aber das wahre Gesicht von Gott, das sehen wir in den Gesichtern der Armen und der Ausgestoßenen.
Nehmen dir noch neue Schüler auf. Der Gerold wird sich Schüler freuen. Ich mich auch. Kommt! Kommt jetzt! Ja, kommt! Alle zusammen! Ich löhne doch schon die ganze Zeit, dass ihr nicht genug zu essen bekommt. Aber es ist doch Fastenzeit. Genau um das geht's. Kommt, sitzt ab! Das ist doch verboten für uns. Das Fasten ist eine Erfindung. Ein Märchen. Nirgends in der Bibel steht, dass man kein Fleisch essen darf. Hey, Hubertus! Ich will nicht auf dem Scheiterhaufen landen. Scheisshausen. Mit dem Fasten ist jetzt vorbei. Es ist gescheiter, wenn ich nicht. Ja, Köbi. Fleisch und Fleischeslust. Herrgott, was sollen wir Pfaffen denn mit unserer Brunst anfangen? Köbi, die Lust ist das Natürlichste der Welt. Ein Hengst gumpet auf jede Stute in seiner Nähe. Wir haben schon mal einen Hengst in den Talar gesehen. Natürlich. Geh mal auf Eisel, die treiben es mit allem, was mehr als ein Bein hat. Eigentlich müsste ein Bischof verheiratet sein. Davon träumen wir alle. Nein, wirklich. Ein Bischof soll unsträflich sein, geziert mit guten Sitten und verheiratet mit einer einzigen Frau. Mit einer einzigen Frau? Erster Timotheusbrief. Gut, die gehen rüber. Können wir das machen? Haben Sie das schon gehört? 20 Würste beim Froschschauer. 20 Würste! Nichts ist noch heilig. Dann gehen Sie auch noch an damit. Die Ketzer. Forelle, Esche, Saiblin, frisch aus dem See. All die, die unsere Kirche noch heilig ist, essen Fisch. Haben Sie Angst um euer Geschäft? Das ist eine Bauwürste. Vielleicht steht ja wirklich nichts vom Fasten in der Bibel. Hips, Mann! Hast du etwa die Bibel gelesen? Nein, aber ich würde es gerne können. Ihr nicht? Das ist Gotteslästerung. Ich hätte gerne 6 Forellen. Und verkaufe ich nichts. Verkauft mir nichts, diesen Wurstfresser! Was? Nichts ist. Hey, ich faste wie alle anderen auch. Lasst die neue Flugschrift von der Rückkehr in Froschau. Von der Freiheit der Spiesen.
Es steht überhaupt nichts dazu in der Heiligen Schrift. Das ist alles ein riesiger Schwindel. Von der Freiheit der Speisen. Aber der Meister Zwingli deckt den Schwindel auf. Frau Anna. Frau Anna. Ihr sollt den Fisch essen. Vergelt's Gott. Das ist denn aufmerksam. Passet auf, Frau Anna. Irgendwann wird die unsere Stadt wieder rausgerüstet. Und ich will nicht, dass ihr mit dem ganzen Dreck im See verschwindet. Danke. Bei uns gibt es heute Muss. Der Bischof verlangt ein Predigtverbot. Und zwar sofort. Nur weil er ein Zeug gelegt hat? Das ist Blasphemie. Das wissen Sie ganz genau. Soviel ich weiß, hat der Meister Zwingli keine Wurst gegessen. Willst du gern fasten, tu es. Willst du gern das Fleisch nicht essen, ist es nicht. Lass aber mir dabei den Christenmenschen frei. Wir sollen die freie Wahl haben. Wenn wir wollen fasten oder nicht. Die freie Wahl. Der Rat von Zürich hat nichts dagegen. In anderen Städten wird der Fastenbrecher zum Tod verurteilt. Ja. Aber wir sind hier in Zürich. Ohne unseren Rat hat euer Bischof hier nichts zu sagen. Überlegt euch gut, auf welcher Seite ihr stehen wollt. Ich mache einem neuen Bischof ein Angebot. Eine Disputation? Öffentlich? Im Rathaus? Der Rat hat überhaupt kein Recht, um über theologische Fragen zu entscheiden. Ich weiß. Mit denen disputieren wir nicht. Dann entscheidet der Rat ohne uns. Ah ja? Und wie soll das gehen? Hochwürdigster Herr Bischof, die machen es zu Zürich fast wenn. Weil wir schwach sind. Wir haben den Zürcher bis jetzt keine Grenzen gesetzt. Wir müssen Zürich dazu bringen, dass sie zu wenig keilen lassen. Darf ich gehen? Beschreibung einer Disputation. Es gibt ein Streitgespräch zwischen Zwingli und den Leuten vom Bischof. Und dann entscheidet es über einen Ketzerisch. Ich will dabei sein. Unbedingt. Und wenn er verliert? Alle seine Schüler sind dort. Bitte. Einigkeit zu lieb, wenn wir heute hier zusammen herausfinden, ob der Leutpriester Zwingli den Menschen das wahre Gotteswort verkündet. Moment.
Es ist nicht Sache von einem weltlichen Rat über theologische Fragen zu entscheiden. Dafür braucht es ein Konzil. Und das kann nur der Papst einberufen. Wieso? Es könnte ja sein, dass auch wir die Bibel lesen können. So geht das doch nicht. Was ist mit dem päpstlichen Dekret? Mit all den Brüchen und Dogma von unserer heiligen Kirche? Der Rat ist parteiisch. Ja, Blödsinn. Seit wann ist die Bibel parteiisch? Halt. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass ich ein Theologe bin. Ich sage nur, lasst uns genau diese Frage jetzt. Ein spezielles Willkommen unserer Äbtissin vom Frau Münsterkloster, Katharina von Zimmern. Ich wiederhole nochmal, lasst uns genau diese Frage jetzt friedlich miteinander diskutieren. Bitte. Meine Predigten sorgen für Unruhe. Ich bin bereit, alles zu hinterfragen. Auch mich selber. Messet meine Worte an der Heiligen Schrift. Und nur an der Heiligen Schrift. Sola Scriptura. Wenn ihr etwas findet, das nicht mit der Bibel zusammenpasst, nehme ich es mit Demut zurück. Also, General Vikar Faber. Wo in der Bibel steht, dass man in der Fastenzeit kein Fleisch essen darf? Ich sage noch mal, ich diskutiere das nicht da. In dem Ratssaal. Also dürfen wir in der Fastenzeit Fleisch essen? Das ist nicht der Punkt. Wenn man sich nur auf die Heilige Schrift abstützt, dann verleugnet man eine tausendjährige Tradition. Zeigt mir die Stelle in der Bibel, wo das Fegfeuer vorkommt. Zeigt mir, wo Jesus Söldner anstellt und ein Volk gegen ein anderes aufhetzt. Zeigt mir, wo Jesus die Not von den Armen ausnützt und wo er Prunk gut findet. Unter all den Menschen, die zu Jesus gefunden haben, hat es keinen Priester gehabt. Keinen Mönch, keinen Bischof und vor allem keinen Papst. Das ist Blasphemie. Kabis, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das sind Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium. Wir brauchen keine Vermittler, keine Heilige. Wir brauchen niemanden, der sich zwischen Gott und uns Menschen stellt. Und zu allem anderen, der damit auch noch Geld verdient. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du verspottest den Papst und den Bischof. Deine Predigten strotzen nur so von dreckigen Sprüchen und schlechten Witz. Glaubst du wirklich, dass du Gott so dienst? Wenn er es so genau nimmt mit der Bibel, er soll uns doch mal die Stelle zeigen, wo steht, dass man Kind machen und dann abhauen soll. Er hat ein gutes Kind in Einsiedeln. Was für ein Märchen ausgerechnet aus eurem Maul. Wie viele Huren Kinder habt ihr? Der Herrgott weiß, was ich gemacht habe. Aber ihr habt recht. Ein Priester soll kein Kind zeugen und sich dann aus dem Staub machen. Ein Priester soll Kind zeugen und Frauen aber auch heiraten dürfen. Aber das Zölibat kommt euch und eurem Papst gerade recht, nicht wahr? Die Pfaffen zahlen brav ihren Ablass für ihre Mätresse und heimliche Kinder. Meinst du, es wird besser, wenn du alle Regeln abschaffst? Du täuschst dich in den Menschen, Zwingli. Die Menschen sind schwach. Sie brauchen die klare Führung der Kirche. Wenn jeder macht, was er gerade so für richtig haltet, wird der Zwingli in seinem gottlosen Hochmut, dann ist das die Apokalypse!
Wer macht den Witz? Bleibt er unseren Leuten Priester oder wird er als Ketzer verbrennt? Brennen? Das hat er sicher so gut. Würde mich ja nicht wundern, wenn er an einem schönen Tag einfach nicht mehr da wäre. Und nie wieder kommt. Der Rat ist zum Schluss gekommen, dass sich alles um eine Frage dreht. Wenn wir die Heilige Schrift als Grundlage für das Handeln von Meister Zwingli gelten. Und so hat der Grosse Rat entschieden. Der Meister Zwingli ist in keinem einzigen Punkt widerlegt worden. Er soll darum weitermachen wie bis jetzt. Er soll das Evangelium predigen. Und nur das Evangelium. Ich gratuliere. Das Evangelium hat gefuset wie ein Silberschläfer. Aber jetzt wecken wir es auf. Wir stauben jede Silbe ab und tragen sie in die Welt raus. Was wird die Welt verändern? Hallo? Hallo? Ich habe schon Angst gehabt, ich muss auch im Wellenberg besuchen. Jetzt ist es entschieden. Ich bin kein Ketzer. Sicher nicht. Ich habe das von Einsiedler gehört. Ich bin nicht ohne Fehler. Ich bin keine Sättige. Ich weiß. Anna. Ich will mit euch den tieferen Sinn von diesen Worten ergründen. Es sind keine toten Buchstaben. Da ist Leben drin und Geist. Kevin, fangst du an? En arche, en hologos. Das kann man übersetzen mit «Im Anfang war das Wort». Nein. Das griechische Wort «logos», das ist das Schöpferwort. Gott. Der Erasmus hat es mit Sermon übersetzt. Gespräch. Der Sinn für das Gesamte, für unsere Wirklichkeit. Und das kann man nie in einem einzigen deutschen Wort ausdrücken. Auch nicht im lateinischen Verbum. Meine Herren, bitte. Wir sind am Schaffen. So. Wir übersetzen die Bibel. Aha. Alle miteinander. Ja. Alle miteinander. Muss das unbedingt da sein? Wir wollen, dass die Leute uns zuhören.
und mitredet. So ein Stumpfsinn. Wenn ihr jetzt mit dem hinterletzten Bauer über die Bibel disputieren. Sie können ja gar nicht lesen. Sie werden es lehren. So, fertig jetzt mit dieser Spinnerei. Da wird gesungen und nicht disputiert. Wenn ihr Redentor gen Zion aus dem Departum Virginis mire turam mesekulum talis recet partus Deum. Wo geht's an, die Frau? Ich will nicht, dass wir uns zusammen sehen. Wieso? Wir reden ja noch. Haben wir so einen? Esel? Ich fasse keine Suppe. Heute Abend? Ist es fein? Die Leutpriester, das ist persönlich. Warum bringt sie dir zu essen? Weil man von einem Wort nicht satt wird. Ist das besser? Kennst du sie gut? Ich war mal im Krieg. Schlacht bei Novara. Der Mann von der Anna war Söldner. Nein, eigentlich Junker aus einer reichen Patrizierfamilie. Aber dann hat er sich in die Anna vom Rössli verschaut. Und dann? Dann sind geraten. Und dann haben wir alles weggenommen. Alles. Zum Geld verdienen ist er dann Krieg. Und mein himmeltraurigen Wundfieber zurückgekommen. Und später dann, mit Gottes Gnade, drauf verreckt. Hochwürdigster Herr Bischof, gestattet uns Priester, ein Weib zu nehmen. Denn es ist besser, ein Eheweib zu nehmen, als ungebührliche Brunst zu lieben. Die Brunst ist ja gar kein arg oder bös Ding, weil sie ja in des Menschen Natur angelegt ist. Was machen eigentlich die Helgen noch in unserem Münster? Abfahren mit dem Zeug, machen wir Fürschi. Und das machen wir doch. Aber nicht nur übersetzen. Was heisst da nur? Also vom Allein wandert es nicht aus der Kirche raus. Hey, 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 hört auf! Man kann nicht alles aufs Mal. Die Leute brauchen Zeit, um sich an das Neue zu gewöhnen. Ach was! Was ist das Sprache für diese Veränderungen? Lasst den Zwingli entscheiden. Er hat ein gutes Gespür für die Sache. Als nächstes
sind die Klöster an der Reihe. Klöster? Wenn man sie aufhebt, könnte man die Klosterstätze und die ganzen Pfründe der Stadt übergeben. Diesen gottlosen Seelen vom Rat. Unser Rat hat das Recht, damit zu reden. Wir gehören alle zusammen. Die Kirche, der Rat, alle Menschen von dieser Stadt. Und was wird dann aus den Mönchen und den Nonnen? Die können heiraten und ein ganzes normales Leben leben. So. Und wenn heiratest denn du? Ja. Es wird immer erzählt, du deckst dich mit einer herzigen Witwe vergnügen. Aha. Du Zwingli, du Züngle. Ja. Und wir fordern, dass Priester heiraten dürfen. Du fragst um Erlaubnis. Die kommst du aber nicht über. Auch in 500 Jahren nicht. Wenn der Rat unsere Reformen weiterführt. Jetzt hör auf! Wir haben Söldnerei verboten. Wir dürfen das Evangelium predigen. Kopf, was willst du denn noch? Alle Klöster in der Stadt aufheben. Mit dem Klostergeld können wir für die Armen schauen. Wir richten die Almosenordnung ein. Bettler und Waisenkinder kommen regelmäßig zu essen über und lungern nicht mehr auf der Straße rum. Reust? Red mit dem Rat. Meinst du es ernst? Natürlich. Der Bischof macht seit Jahren seine Aufgabe nicht. Niemand schaut für die Kranken. Niemand schaut für die Armen. Du willst, dass die Stadt das Kirchengeld bekommt und dafür die Aufgabe der Kirche übernimmt? Und die Bauern zahlen weiterhin den Zehnten? Den brauchen wir ja dann. Aber eins geht nicht mehr. Die Leibeigenschaft, die müssen endlich abschaffen. Jeder Mensch muss frei sein. Sag mal, was frisst du eigentlich zum Morgen? Stier oder? Habt ihr überhaupt keine Ahnung, wie lange es unseren Orden in dieser Stadt schon gibt? Wie viele Jahre sind ihr schon da? Wir schauen, dass jede Nonne einen rechten Batzen bekommt, wenn sie das Kloster verlässt. Wir sind eine heilige Gemeinschaft. Wir haben unser Leben Gott gewählt. Ganz genau. Wir meinen, ihr seid etwas Besseres, weil ihr ein heiliges Leben lebt. Aber Gott vergibt uns Menschen, weil wir an ihn glauben. Und nicht, weil wir ihn mit frommen Taten bestechen. Wenn ihr da noch einmal auftaucht, dann schieße ich euch euer Evangelium. Was fällt euch eigentlich ein? Raus! Raus aus meinem Kloster! Was ist da los? Äbtissin, ist er bei euch im Frau Münsterkloster auch schon gewesen? Dürfen wir das erklären? Lass uns einen Moment allein. Ich möchte mir nichts erklären. Der Bürgermeister war bei mir. Äbtissin, ihr seid die mächtigste Frau von Zürich. Seit Jahren reden alle davon, dass ich unsere Kirche erneuern muss. Wir sind in einem Wahn. Ich bin seit 28 Jahren Äbtissin. Das ist mein Leben. Und ich habe es gern. Warum sollte ich jetzt plötzlich mein Kloster aufgeben? Weil ich weiss, dass ihr die Bergpredigt kennt. Dass ihr Erasmus leset. Und dass ihr meine Kritik am Papst und an der Kirche teilt. Ah ja? Interessant. Aber das stimmt doch. Die verlogenen Heuchler und Geldsäcke, das regt euch doch genauso auf wie mich. Was ihr alles wisst? Katharina, mit dem Schatz von eurem Kloster könnte man das Fundament legen für ein Spital und ein Waisenhaus. Und mit den Freunden vom Grossmünster, da könnte man theologische Hochschulen gründen, Stipendien zahlen für Studenten aus dem Volk. Was sind ihr für ein Fantast? Fallen auf den... Auf den Menschen. Auf den Menschen. Und nahm seine Rippe. Haben wir nichts Gescheites zu tun. Willst du nicht wissen, wie wir gemacht worden sind? Was schleppst du eigentlich um?
Der Zwängel, der die Heilquelle bei der Wasserkirche zuschaufeln. Und jetzt willst du einen Vorrat anlegen? Es gibt gar keine Heilquelle. Tut. Mal, der Meister Zwingli hat es uns erklärt. Das ist nicht wahr. Sag mir bitte, dass das nicht von dem Teufel ist. Anna. Ich weiss eine Hebamme, die dir helfen kann bei dieser Sache. Gang rauf! Das ist ein Scharlatan, Herr Gottermann! Er hat schon mal ein Hurenkind gemacht und Zwiebel hocken. Hast du vergessen, was passiert ist? Wir verlangen vom Bischof, dass es das Zölibat aufhebt. Ich habe schon mal einen grossen Fehler gemacht. Der Herrgott bestraft uns für unseren Irrglauben. Nein, das macht er nicht. Von wo weißt du das? Gott ist barmherzig. Er bestraft uns nicht. Er hat uns gern. Sogar wenn wir Fehler machen. Anna. Ich weiß, was mit ihm war. Anna. Er ist nicht gestorben, weil der Herr Gott euch will bestrafen. Wir kommen das Kind über. Ist das wahr? Zwingli! Das ist sie also. Lasst Anna in Ruhe. Der Bischof findet das nicht mehr lustig. Weil er sieht, dass ich recht habe. Ich mache dir das letzte Angebot. Tu dich von mir aus mit dem Weib zusammen. Und stell so viel Gehofen auf die Welt, wie du willst. Aber mach's wie alle anderen auch. Zahl deine Konkubinatssteuer und schweig. Eben gerade nicht. Mit dieser gottverdammten Heuchelei ist jetzt fertig. Gut. Dann handeln wir jetzt. Und wir verschonen niemanden. Dich nicht. Und auch dein Weib nicht. Was ist, wenn es der Anna etwas macht? Du kannst es nicht mehr geheim behalten.
du sie heiraten? Weißt du, was mir Angst macht? Dass wir uns gegenseitig kaputt machen. Was? Hast du nichts gehört vom Manns und vom Krebel? Sie sagen, du sagst ein Heuchler. Gegen das Zölibatwetter und selber zu fix sein zum Heiraten. Zu Luzern hat wieder einen zum Tod verurteilt. Weißt du, was er gemacht hat? Und kein Freitag Fleisch gegessen. Ja, aber wir sind da zu Zürich. Vor was hast du es? Die ganze Stadt redet schon über dich. Wenn du jetzt zu ihm gehst, musst du nie mehr heimkommen. Nie mehr. Willen? Ja. Ulrich. Anna. Ihr beide sollt Treu und Liebe füreinander behalten. Ein verheirateter Leutpriester. Das geht zu weit. Warum? Warum? Die Zeiten ändern sich. Dann schauen wir, dass wir euer Zwingli mit einer Killebank belegen können. Und wenn sich Zürich nicht vom Zwingli trennt, sind die Tage von dieser Stadt zählt. Was heisst das? Wir schliessen den Bund. Nicht jetzt! Ich übergebe es Frau Münsterkloster der Stadt. Was soll das? Aus freiem Willen. Damit es keine Unruhe gibt und der Friede in unserer Stadt erhalten bleibt. Das ganze Kloster? Mit allen Ländereien und Freunden. Stellt euch voll und ganz hinter den Zwingli und seine Reformen. Richtet mit unserem Vermögen eine Armenfürsorge ein und schaut, dass auch alle anderen Klöster an die Stadt überschrieben werden. Danke. Und ihr, Frau Äbtissin? Macht euch wegen mir keine Sorgen. Nein. Auf die Anna. Sei willkommen in deinem neuen Zuhause. Und auf euch. Die ersten Pfarrfrauen von der Eidgenossenschaft. Gesegnis Gott! Auf die Liebe. Und
aufs Leben. Frau, ich bin euch von Herzen hold. Oh mein, ich werd euch geben, was ihr wollt. Oh mein, wann ihr's von mir annehmen wollt. Oh mein, bin ich doch dein, möcht möglich sein. Ich geh mich dir ins Herz hinein. Lön wenigstens die Orgel da oben. Haben Sie Schiss, dass wir sonst euren schäbigen Gesang hören können? Meinen Gesang? In dem gottvergessenen Haus singe ich nie mehr. Anna? Halt! Lange zu mir. Bitte, Liebe. Und noch einen Moment Geduld.
passiert? Nichts. Nichts ist passiert. Ist alles in Ordnung. Was machen die da? Wer? Die Soldaten da draußen. Der Rat will uns beschützen. Sollten wir nicht etwas bremsen? Uli, jetzt haben wir es doch geschafft. Ja. Es braucht nur ein kleines Lüftchen. Der Herrgott ist mit uns. Wir müssen keine Angst haben. Das hast du doch selber gesagt. Meister Zwingli. Meister, komm, wir kommen mit. Aufhören, sofort! Habt ihr etwas gegen uns, das ein bisschen Fettgefühl? Dann kommt Nachschub. Stopp! Das ist keiner von uns! Er will uns das Evangelium nicht auf Deutsch predigen. Lass ihn laufen. Nein. Wir verbrennen ihn. Hey! Hey! So. Und jetzt benehmen wir uns alle wieder wie richtige Christen. Steckt ihr da dahinter? Was? Sagt, es hätte einen Überfall gegeben. Auf den Zwingli. Keine Angst. Er lebt noch. Sag mal, seid ihr noch betrost? Wieso machen die einen Märtyrer aus dem? Anders kann man ihn nicht mehr bremsen. Draht und Säufter und Bauern. All fressen aus der Hand. Euch sind Zügel aus der Hand geschlüpft. Und alles, was euch einfällt, sind ein paar müde Schläger. Wir brauchen nicht ein paar Schläger. Was wir brauchen, ist ein Heer. Regula Zwingli, geboren, 31. Juli 1524. Schau.
Meine. Die ist alte Messgewand. Schön. Würdest du die Regula nicht taufen? Wer sagt so etwas? Was steht denn in der Bibel über das Taufen? Hast du mit dem Mann geredet? Auf dem Meer hat eine Frau mit mir geredet. Es ist eine Spinnerei vom Manns und vom Gräbel. Sie sagen, dass man sich erst als Erwachsene taufen lassen soll. Und was steht denn in der Bibel? Es steht nichts Genaues darüber. Warum taufen wir denn nur ein Kind? Es ist ein Zeichen, dass auch die Kinder schon mit dem Herrgott verbunden sind. Anna, das Taufen von Erwachsenen ist verboten. Vom Rat. Strengstens. Taufen dich, Felix Manns. Ich taufe dich, Regula Zwingli. Im Namen des Vaters. Und des Sohns. Des Heiligen Geistes. Amen. Wenn euch ein Finger gibt, nehmt ihr die ganze Hand. Das stimmt nicht. Weißt du, was es heisst, wenn Kinder nicht mehr getauft werden? Ja, natürlich. Ohne ein Taufregister hat unsere Stadt keinen Bürger. Und wenn einer kein Bürger ist, hat er keine Pflichten. Du musst mir das nicht erklären. Ich bin genauso dagegen wie du. Dann mach etwas. Und zwar schnell. Sonst kann ich euch nicht mehr helfen. Felix, hört auf. Ihr bringt uns alle in Gefahr. Erst als Erwachsener kannst du dich bewusst für Gott entscheiden. Kindertaufe ist unbiblisch. Man kann sich nicht für oder gegen Gott entscheiden, wie man sich auf dem Meer für oder gegen einen Fisch entscheidet. Was du da sagst, das ist Gotteslästerung. Nein, das ist keine Gotteslästerung. Wir dürfen doch jetzt nicht in den Streit vergraten. Siehst du nicht, wie heikel das alles ist? Manchmal muss einfach etwas kaputt gehen, dass etwas Neues entstehen kann. Meinst du wirklich, du wirst so zu einem neuen Mensch? Ich bin es schon geworden. Wir haben das Gefühl, ich sei die einzigen Auserwählten, wahren, reinen Christen. Wir halten uns einfach an die Heilige Schrift. Sola Scriptura. In der Bibel steht genauso: Lassen die Kindlein zu mir kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Du leist die Heilige Schrift aus, wie es dir gerade passt. Du wirst eigentlich schon vom Rat dafür gezahlt. Überleg's dir gut.
Der Rat droht euch mit der Todesstrafe. Der Rat soll sich um seinen eigenen Mist kümmern. Wir langen jetzt nur zocken. Ich möchte noch zahlen, was mir wirklich braucht. Ich gehe auf die Schweiz. Nein, mach das nicht. Doch. Ich will dort predigen. Weil alle Eidgenossen müssen das Evangelium hören können. Das ist gefährlich. So allein. Ein guter Hirt hört nur auf Gott. Das haben sie doch selber gesagt. Würde ich gehen. Jesus hat keine Gewalt gesät, sondern Liebe. Er will, dass wir als Brüder und Schwestern zusammenleben. Ja, dazu brauchen wir aber keinen Papst, kein Priester, kein Kaiser und kein grosser Rat von Zürich, der uns sagen will, dass wir es tun. Wir wollen das Reich ist nicht von dieser Welt. Wir wollen uns nicht mehr sagen, wer unsere Prediger sein sollen. Das bestimmen wir selber. Darum kommt alle zu uns heute Abend und lasst euch taufen. Weil nur so können wir den alten, sündigen Mensch abwaschen und zusammen mit Christus wieder auferstehen! Hol deine Familie und Gang. Komm jetzt! Gang! Ganz ruhig! Ich laufe euch nicht davon. Nicht schnurren! Hey! Lass los! Mann! Hey, Leute! Hey! Leute! Ihr dürft den Manns nicht töten. Was du nicht sagst. Wenn der Teufel lang genug gewarnt, jetzt ein Schluss. Aber Blut vergüssen. Weißt du, was passiert, wenn ich den Manns laufen lasse und der Täufer einfach so weitermacht? Es gibt einen Bürgerkrieg. Weil sie schiessen auf unsere Stadt, sie schiessen auf unsere Gesetze und sie schiessen auf unsere Regeln. Ich weiss doch. Ueli, es geht nicht anders. Du willst, dass deine Reformation im Blut versucht. Den Mann sich richten. Auf was wartest du noch? Geh zum Reust, red mit ihm. Das habe ich schon gemacht. Aber er lässt doch auf dich. Hast du mir gesagt, wir hätten jetzt genug erreicht? Wir sollen dich ein bisschen bremsen. Genau das habe ich dem Felix auch gesagt, aber er hat nicht hören wollen. Der Rat hat gar nicht anders können entscheiden. Was machst du eigentlich da? Schau du zu deinem eigenen Zeug.
Gelobt sei Gott. Und Namen seiner. Jetzt bist du still. Wahrheit. Stirb um seiner Wahrheit. Willen. Weil unsere Taufe ist recht. Ich habe einen Zug. Unsere Taufe ist recht. Gründet die Gottes Wort. Und hat mit Christus gesagt, dass seine Jünger leidend in seiner Wahrheit willen. Gut, sie sollte. Hat nichts als Unruhe und Aufruhr wieder die christliche Obrigkeit gestiftet. Er soll vergehen und verderben im Wasser. Was, der Herrgott ist mit dir! Wir müssen etwas machen, bevor sich das Krebsgeschwür in der ganzen Eidgenossenschaft ausbreitet. Wer ist also auf unserer Seite? Luzern, Zug, Uri, Schweiz, Wunderwalden. Mit den drei Bünden sind wir am Reden. St. Gallen und Solothurn könnten auch auf unsere Seite kippen. Werdet ihr zahlen für Verhandlungen mit Habsburg? Ein militärisches Bündnis. Mit Habsburg? Es ist nicht gescheiter, Zürich aus der Tagsatzung der Eidgenossen auszuschliessen. Das langt nicht. Ah, oh doch. Das mache ich mir gerade sicher Eindruck. Das eine schließt das andere nicht aus. Sie wollen das aus der Tagsatzung rausrühren. Ich weiß. Das weißt du. Basel, Mulhausen, Straßburg, St. Gallen, Schaffhausen. Wir brauchen Verbündete. Und ich muss mich endlich mit dem Luther treffen. Wenn wir ihn haben, haben wir auch all die grossen Reichsstädte mit ihren Heeren. Und du glaubst, die können wir alle für die Reformation gewinnen? Gelehrter Martin Luther. Seit Jahren schreiben und zanken wir über die Rechtmeinung vom Abendmahl Christi. Wie ist doch ein bös Übel, dass wir zwei uns nicht einen können, wo wir doch beid von Feinden umgeben sind. Ich wollte gern auf Marburg kommen, um mit dir dieses Missverständnis zu klären. Die heiligen Bilder haben wir den Familien, die es gespendet haben, wieder zurückgegeben. Was vorig geblieben ist, haben wir auf dem Markt verkauft und das Geld in den Topf für die Armenfürsorge getan. Das wäre in Basel genauso möglich.
Unsere Prophezei ist die erste reformierte Hochschule. Da übersetzen wir die ganze Bibel auf Deutsch. Zusammen mit den allerbesten Gelehrten von ganz Europa. Das zum Beispiel ist der Heinrich Bullinger, ein brillanter Theologe. Das sind die Ratsherren aus Solothurn. Die ganze Bibel aufs Allertreulichste verdeutscht. Die allererste vollständige deutsche Bibel. Dein Werk, Ueli. Unser Werk. Eine Zürcher Bibel. Als nächstes werden wir eine lateinische Übersetzung vom Koran rausgeben. Vom Koran? Ja. Die gibt es nämlich noch nicht als Buch gedruckt. Meister Zwingli, Bern wird alles unternehmen, für euch zu unterstützen. Ueli? Es funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Das Wort. Die Leute hören das Evangelium, aber die Worte wenden ihn nicht in den Schädel hinein. Das verändert sie nicht. Das stimmt doch nicht. Mach die Augen auf. Es ist alles nur äußerlich. Und all die Bettler, die jetzt das Essen nicht bekommen. Und all die Bauern, die Kinder, die Frauen, die lernen zu lesen. Ja, was ist mit all denen? Wenn es nicht nur der Köbi, sondern uns alle angreifen. Wir haben schon vier Orte, die hinter uns stehen. Und Bern hat es fertig gebracht, dass es uns nicht aus der Tagsatzung rausgeht. Meinst du etwa, wir hätten das alles geschafft, wenn der Herrgott nicht auf unserer Seite wäre? Yeah.
Mailänder greifen Graubünden an. Die Katholen greifen Bündner an. Die Häftler haben gemerkt, dass wir recht haben. Jetzt versucht er halt im Wald. Graubünden ist in Not. Sind wir als Nächste dran? Schau zu meinem Ross. Wenn er nicht heim. Nein. Sind Sie seit 27 Stunden unterwegs? Graubünden wird von den Mailänder angegriffen. Zwingli, was unternimmt die Tagsatzung? Ja, nichts. Die in der Schweiz wollen nicht helfen. Aber das müssen sie doch. Graubünden gehört zu der Eidgenossenschaft. Sag zuerst einmal, wie ist es gegangen beim Luther? Die Sache wird geklärt. Wir werden uns nie finden. Was? Das ist einfach keiner von uns. Den Menschenfresser. Der glaubt immer noch, dass er beim Abendmahl den echten Körper von Jesus essen. Sein richtiges Blut zu rufen. Da hockt immer noch der Päpstler da drin. Aber ohne den Luther stehen wir allein da. Ich habe alles versucht, aber er hat nur geschumpfen. Ich sage den Teufel und siebenmal schlimmer als der Papst. Es hat auch seine Gründe, dass die Tagsatzung der drei Bündner zu Hilfe kommt. Vielleicht steckt die Habsburg dahinter. Sie haben sich mit der Innerschweiz verbündet. Jetzt greifen sie zuerst im Süden an. Und dann geben sie keine Ruhe mehr, bis sie die reformierte Bewegung in ganz Europa kaputt gemacht haben. Was schlägt ihr vor? Wir müssen schneller sein und die Altgläubigen angreifen. Entschuldigung. Aber Bern kann sich keinen offenen Streit leisten. Tja, wer kann das schon? Wir können hier andere Schrauben anziehen. Zum Beispiel, wenn wir alle Lebensmittel blockieren. Das lange doch nicht. Aber warum nicht? Wir blockieren alle Strassen zu den Altgläubigen. Die Leute kommen erst wieder zu essen, wenn wir auch bei ihnen den evangelisch predigen. Und unterschätzt nicht das Volk, das Hunger hat. Meinst du wirklich, man kann den Leuten den Glauben aufzwingen? Das wollte ich doch nicht. Aber willst du zuschauen, wie die Päpstler alles kaputt machen? Ich würde dem Herrgott vertrauen. Weißt du, Zwingli? Vorhin hat mir der Viehhändler berichtet, dass sich bei ihnen zu Kriegsknecht versammelt. Mehr als 1000 Mann sollen sie. Mülli! Wart! Überlass das unserem Kriegsrat! Was ist mit meinem Freund passiert? Der Herrgott wird kein Menschen verhungern. Vergiss deine eigene Botschaft nicht um. Der Herrgott wird anderen zeigen, dass er auf unserer Seite ist. Wir haben zum lebenden Wort von der Heiligen Schrift zurückgefunden. Zur Menschlichkeit, zur Freiheit. Und jetzt soll das alles, was wir uns in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben, kaputt gehen? Wenn wir das, wenn wir noch länger warten, dann stehen sie so bald vor unseren Stadttoren. Sind Sie sicher, dass Sie die Lage nicht überschätzen? All die Berichte sind widersprüchlich. Was ist mit Bern? Wir werden noch warten. Das Risiko ist zu gross. Allein können wir gegen das Bündnis nicht an. Wo ist euer Mut geblieben? Euer Vertrauen? So mache doch um Gottes Willen etwas Tapferes. Wenn ihr jetzt die Hände in den Schoss legt und auf ihren Angriff wartet, dann ziehe ich mich von all meinen Ämtern zurück. Nein, Uli. Wir lassen uns nicht pressen. All die Jahre haben wir auf dich gehört. Aber jetzt hörst du uns zu. Es ist ein riesiger Fehler, ohne die Hilfe von Bern anzugreifen. Wir warten ab. Stimmt's, was im Wirtshaus erzählt wird? Stimmt's? Jetzt sag etwas! Schickt sie nicht in Schlachten, in denen sie verrecken.
Wer hat das predigt? Ich habe nie gesagt, dass wir für gerechte Sachen nicht kämpfen sollen. Du hast mir von den Soldaten erzählt, die wie wilde Tiere werden. Du hast mir erzählt, wie der Krieg das Zusammenleben kaputt macht. Die Soldaten haben ihre Seele verkauft. Ich will nicht für fremde Herren in den Krieg ziehen. Ich will für den Herrgott kämpfen. Du hast eine Familie. Du hast 4 Kinder und du hast eine Frau. Gott ist mit uns. Wir haben von Anfang an gesündigt. Alles wiederholt sich. Anna, hast du mir nicht zugelassen? Gott. Niemand hat gesündigt. Die Gläubigen haben uns den Krieg erklärt. 7000 Massen in der Schweiz in Richtung Kappel. Der Rat schickt mich zu euch. Wo sind eure Rüstungen? Das Lager ist abgeschlossen. Nach dem Witz ist niemand da vom Rat. Das ist doch nicht möglich. Das sind doch nicht alle unsere Kämpfer. Vorhut ist schon mit 1500 Mann unterwegs. Die Hauptbanner hat erst 1000 Soldaten. Zusammen mit den Nachzüglern kommen wir etwa auf 3500. Sie sind doppelt so viel wie wir. Los, kommt! Füße machen! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Es hat keinen Sinn, Mutter. Ich gehe mit. Thank you.
Du kannst es nicht wissen! Doch, ich muss! Du willst es nicht hören. Doch, sag mir's. Was haben sie gemacht? Quältänzen. Geschändet. In Stück verrissen. In ein riesiges Feuer hineingeht. Und seine Asche auf dem Schlachtfeld verstreut. Du kannst nicht immer in der Hölle Gesellschaft leisten. Den haben wir nie den Boden von unserer Stadt berührt. Der Halunk! Du hast alles Unglück gestürzt. Hört ihr? Er schreit und stöhnt in der Hölle. Recht schätzen! Nein. Der Herrgott straft ihn nicht. Was sagst du? Erzähl doch, was du willst. Er hat uns gern. Auch wenn wir Fehler machen. Der Teufel hat ihn geschickt. Nein. Ist das Werk vom Teufel? Ist es der Teufel, der will, dass die Menschen selber denken? In den letzten Jahren haben wir eine neue Freiheit gewonnen. Diese Freiheit bringt viel Verantwortung mit sich. Das haben wir alle schmerzlich müssen erfahren. Aber die Freiheit ist auch kostbar. Wir werden sie auf keinen Fall wieder hergeben. Wir gehen weiter. Tag für Tag. Thank you.
Viele wünschen sich die alten Gewissheiten zurück. Aber ich weiss, es bleibt uns nichts anderes übrig. Als auf der Suche zu sein.